und willkommen zu der letzten Folge der WM-Koop-Torwartkette im WM-Modus zusammen mit Jan. Hi. Hi. Ja, es neigt sich schon wieder dem Ende hinzu. Wir haben in der letzten Folge gegen Frankreich verloren. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, rechts unter mir verlinkt. Schau da auf jeden Fall mal rein. War traurig, war schade. Ich dachte, wir kommen vielleicht tatsächlich irgendwie ins Finale, aber wir haben es nicht geschafft. Das, naja, ist halt einfach so. Egal, wir spielen jetzt im Spiel um Platz 3 gegen Portugal. Ebenso wie in der ersten Staffel. Hier, Playlist rechts in meinem i, könnt ihr euch mal angucken. Da haben wir auch gegen Portugal gespielt, tatsächlich. Mit Spanien. Und haben das Ganze im Elfmeterschießen gewonnen. Also ein richtig krasses Spiel. Wenn es heute wieder so wird, wäre das auch ganz witzig. Wir haben uns aber gesagt, wir werden... Eigentlich haben wir ausgemacht im Finale, aber ich denke, wir machen es trotzdem. Wir hauen jetzt nochmal alles raus, was geht hier. Im letzten Spiel, im Spiel um Platz 3. Wir probieren jetzt wirklich alles zu halten, oder? Was hältst du davon? Definitiv, ich bin dabei. Einfach richtig nochmal Gas zu geben. Hier für die quasi letzte Folge. Ihr könnt auch super gerne mal bei Jan vorbeischauen und euch da die Folgen anschauen, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und ich würde mich natürlich über eine Wertung freuen. Ihr könnt auch, das stimmt genau, das wollte ich auch noch sagen, mal wieder hier in die Kommentare ein paar Tipps schreiben. Frankreich gegen Deutschland hier in der Karriere, wer wird gewinnen? Das können wir uns ja am Ende leider nicht mehr angucken. Deswegen bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Und jetzt hier Ronaldo läuft aufs Spiel, Neymar und ja, ich bin gespannt. Let's go. F1 müssen wir halt nur aufnehmen, nächste Woche auf jeden Fall. Oh, da riskiert das. Da kriegen die den Ball und dann fällt das 1-0. Apropos, wir strengen uns richtig an. Er hat mich getunnelt. Ja, aber wieso hast du denn hier? Boah, da hätte er aber... Uiuiuiui. Boah, da bin ich aber davon ausgegangen, dass ich den Ball bekomme. Ja, hätte man eigentlich auch. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Er hat sich tunneln lassen. Och, ich wollte nicht zum Gegner passen. Das ist krass, ne? Oh, da haut er die Parade raus. Ja. Jawohl. Oh, das kann nicht sein. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass Brasilien einfach besser ist als Portugal. Ja, definitiv. Das Gefühl habe ich auch. Also ich habe irgendwie echt das Gefühl, dass Brasilien eigentlich eher die Mannschaft wäre, die ins Finale hätte kommen sollen. Aber Brasilien gut, Frankreich, war in allen Frankreich ist besser. Frankreich ist auch krass, aber das ist immer mehr Schüsse, zumindest. Das ist halt trotzdem, also Brasilien ist schon eine gute Mannschaft. Auch in echt bin ich gespannt, wie weit sie kommen. Nicht schlecht. Oder gekommen sind, je nachdem, ja. Wann das hier rauskommt. Für euch ist es bestimmt schon alles rum. Da wollte ich es nochmal ein bisschen spannend machen. Ja, tatsächlich, lol, das Video, was ihr jetzt hier seht, das nehmen wir gerade am 4. Juli auf. Und das kommt einfach nach dem finalen Spiel, nach dem echten. Was? Wie geil ist das denn? Ja, herzlichen Glückwunsch zum WM-Titel an Frankreich. Die Mannschaft kannst du jetzt einfügen. Die richtige Mannschaft sprechen wir dann im Nachhinein ein. Im Nachhinein, das geht ja gar damit nicht. Wie soll ich das denn machen? Ja, doch, wir nehmen das extra nochmal auf, damit ich das Richtige gesagt habe. Damit die Zuschauer denken, oh, er kann hell sehen. Ja, okay. Und Portugal 2-1-2-2. Oh shit. War nochmal abgefälscht. Das hat's nochmal gefährlich gemacht, den können wir festhalten. Also, ich will hier eigentlich die weiße Weste machen, weil bisher ist Portugal nicht so krass. Irgendwie nicht, leider. Wow. Ey, Portugal ist so scheiße. Aber das war auch Glück. Also ich bin so gerannt, ne? Ich dachte, vielleicht kriege ich ihn noch und ich hätte ihn vielleicht sogar noch gekickt. Ich guck mir das gleich mal in der Wiederholung an. Halbzeit, Leute. Steht 2-0. Brasilien deutlich besser, finde ich. Und Mal gucken, wie das weitergeht. Ich hoffe, ich bleibe bei der weißen Weste. Hätte ich den gekriegt? Schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Hätte ich den noch gekickt? Also Ronaldo, ich bin hier rübergerannt und Ronaldo hat gegen Pfosten geschossen. Aber ich war gar nicht so schlecht dabei. Woll, da können wir den Ball halten. Ach, das warst du, oh shit, ich dachte, das wäre ich. Jetzt hört man dich im Hintergrund. Ganz viele Jans müssen hier gleichzeitig reden. Die Leute echt richtig komisch wahrscheinlich. Ja, den können wir halten, das sind so Kackschüsse fast immer. Meine Medaille bekommst du trotzdem nicht, haha. Das ist traurig, ich bekomme einfach gar nichts.
Ah, wollten wir es mal wieder ein bisschen spannend machen hier gegen Ronaldo. Für die Fans. Eben. Boah! Nee. Kein Problem. Ich hau hier die weiße Weste raus, Leute. Ich hab's versprochen. Ich will's auch machen. Oh, der erste gute Spielzug im Spiel von Portugal. Naja, sie hatten schon ein, zwei Dinger, die ich dann weghauen konnte, aber die weiße Weste ist so eben geplatzt. Oh, komm. Ich habe auch hier wieder. Ich habe mich bemüht. Ich bin ein Stück rausgekommen, den Winkel verkürzen, um den Winkel zu verkürzen. Dann gesprungen und ja, er war halt zu gut geschossen. Also zumindest, was heißt zu gut? Er war halt angeschnitten. Da kannst du dann wenig machen. Jetzt! Und da. Scheiße. Was hast du? Was hast du gemacht? Ich hab grad was auf WhatsApp geguckt. Guckt einfach in meine Aufnahme auf WhatsApp und kassiert so ein Scheiß-Tor. Tja. Verdient. Verdient. Portugal war kacke einfach. Die haben mich nicht unterstützt. Ja, es ist verdient, wenn man aufs Handy guckt, einfach so. 3-1, Leute. Das ist eigentlich die Entscheidung. Wir haben noch 10 Minuten und ich habe eigentlich nicht vor, hier noch ein Tor zu kassieren. Vor allem in dem Sinne, dass Portugal halt echt nicht so krass ist. Ja. Doch, wir drehen das Spiel jetzt noch. Ja, du machst auf ausgeglichen und dann drehen wir das. Da ist es. Da ist es. Mist. Da, genau da. Hast du es gesehen? Ja. da ist es jetzt, guck mal. Neymar und in der Mitte ist Thiago Silva, ich sehe ihn doch schon. Guck, da ist er. Und da ist William. Das ist es nicht. Aber es war schon gefährlicher als bei dir. Da läuft jetzt der Hase. Jetzt wird's gefährlich. Oh Gott. Renn mal mit vor, alles wäre so witzig. Wenn du ein Tor machen würdest, ich würde das so. Okay. Die letzte Torwart-Folge, die wir machen können, also das muss. Eben, das ist wahrscheinlich die letzte Torwart-Koop-Folge hier. Zumindest für FIFA 18. Ah, oh, hält er meinen Ball einfach. Da halte ich deinen Ball. Und jetzt ist ein Konter. Oh mein Gott. Den habe ich nicht. Ich wollte Richtung dein Tor schießen, dass ich halt, dass du ihn halt halten kannst wahrscheinlich, weil ich hätte ihn halt eh nicht über dich geschossen. Ich glaube, ich erst, what the fuck. Ja, ich bin über der Hälfte bist. Erst ab dann kann man einen richtigen Torschuss machen. Ansonsten ist es ein Befreiungsschlag. Habe ich gemerkt. Scheiße. Noch 2 Minuten Nachspielzeit, das Tor ist leer. Doof. Jetzt wähle ich den Spieler an und schieß. Ah, Leute, ein bisschen rumblödeln ist auch ganz geil. Ja, da holt er sich den Ball oder oh, auch nicht. Annahme. What the fuck? Der nimmt den einfach mit der Brust im 16er an. Easy, Ball vorlegen. Da muss doch noch ein jetzt Tor five, sein. Five, nein. Jawohl. Einfach ein Angriff abgepfiffen, der war so viel versprochen. Leute, 3-1. Jetzt mal nicht so ein krasses Ergebnis zum Ende hin. Wir sind wenigstens Dritter geworden. Wenigstens Dritter, genauso wie mit Spanien damals. Die Playlist, wie gesagt, eben rechts unten bei mir verlinkt. Könnt ihr euch alle Folgen noch anschauen. Ich denke nicht, dass wir zu FIFA 18 nochmal eine Koop-Torwart-Karriere machen. Aber es wird auf jeden Fall was anderes, richtig, richtig Cooles kommen. Seid auf jeden Fall gespannt. Und zu FIFA 19 können wir uns dann doch nochmal überreden lassen, eine Koop-Karriere zu machen. Ne? Kann man mal machen vielleicht. Mal gucken und ja, lasst euch überraschen, wie gesagt. Hat mich echt gefreut, dass ihr aktiv wart und ja, schaut bei Jan vorbei. Haut rein. Bis dahin und ciao. Aber die normale Torwart-Karriere, Leute, die wird natürlich weitergehen.